und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im letzten Video haben wir schon das Büro komplett mal wieder von Grund auf aufgeräumt und sortiert und ausgemistet. In diesem Video möchte ich einfach mal wieder im kompletten Haus so eine Grundsauberkeit reinbekommen, weil auch das ist leider, habe ich leider so ein bisschen schleifen lassen. Also es ist jetzt hier beim besten Willen nicht dreckig, aber es gibt so einige Stellen, wie zum Beispiel so von den Lüftungslöchern, die wir haben von der Lüftungsanlage, da sammelt sich Staub und die Fußleisten habe ich schon lange nicht mehr sauber gemacht. Also es soll jetzt nicht so ein klinisch rein Ding werden, aber einfach mal wieder so eine Grundsauberkeit. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie ich dabei vorgehe, wenn ich so einen kompletten Hausputz mache, damit ich super, super schnell vorankomme. Außerdem gucke ich selber auch solche Videos sehr gerne und finde es immer sehr motivierend, andere Leute beim Putzen zuzugucken. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich euch damit auch motivieren, wenn ich euch einfach mal wieder mitnehme. Ohne jetzt lange vorzuschnacken, fangen wir direkt an. Eine Sache muss ich noch sagen, das Video ist als Werbung deklariert, weil ich den Staubsauger, also den Akkusauger von Tineco zur Verfügung gestellt bekommen habe von dem Video. Und dementsprechend seht ihr oben dieses Werbezeichen. Also, wenn ich anfange mit dem Hausputz, also wenn ich den kompletten Hausputz mache, dann beginne ich damit erst einmal komplett alles aufzuräumen. Und ich fange am liebsten mit der Küche an, weil man da am allerschnellsten Ergebnisse sieht. In der Küche stapeln sich nämlich ganz gerne Geschirrsachen und Co., wenn die Spülmaschine noch nicht ausgeräumt ist und wenn man dann zuerst das ganze Geschirr wegräumt und abwäscht, dann hat man schon mal einen ganz, ganz großen Teil geschafft und die Küche sieht schon mal um einiges ordentlicher aus. Feeling like I don't recognize myself, cause I've been working late nights, hoping I can buy. Dann wische ich im Anschluss die Arbeitsfläche ab und stelle dann die Dinge, die ich so täglich mehrfach brauche, beziehungsweise die zu schwer sind, um sie andauernd wegzustellen, wieder auf die Arbeitsplatte. So baby, if you're walking out the door, I'll be wasted. I'll be getting drunk like never before until I can't face it. Oh, I don't want your sympathy, I don't need a friend. I just wanna hold you and feel something again. Und genauso gehe ich dann in den anderen Räumen vor. Also ich räume erst komplett alles auf, bevor ich dann die nächsten Arbeitsschritte mache. Und am allerwichtigsten ist es mir dabei, dass die ganzen Arbeitsflächen dann am Ende vom Aufräumen komplett frei sind. So baby, if you're walking out the door. Auch auf dem Flur räume ich erstmal alle Flächen frei und auch da stelle ich mir wieder eine Wäschewanne in die Mitte vom Raum, wo dann alle Sachen reinkommen, die nicht in dieses Zimmer gehören, damit ich sie im Anschluss später wegräumen kann. Im Schlafzimmer finde ich es immer hilfreich, wenn man zuallererst mal das Bett macht. Das macht einen Raum ganz schnell viel, viel ordentlicher. Und das hatte ich jetzt am Morgen noch nicht gemacht, weil ich da ja komplett aufräumen wollte. Dann durfte das Bett ein bisschen länger auslüften.
Und wenn ich dann alles soweit aufgeräumt habe, geht es ans Staubwischen. Und dazu packe ich mir ganz gerne meine ganzen Utensilien, die ich fürs Staubwischen, Wischen, Staubsaugen und hinterher Putzen brauche, schon mal in eine Kiste zusammen, damit ich nicht für jedes Teil immer einzeln rennen muss. So habe ich dann quasi immer alles zusammen direkt bei mir. Genau, und dann fange ich erstmal an, dass ich die Flächen mit einem Staubwedel abwische. Und damit wische ich erstmal alle Flächen, die ich damit abwischen kann, dann auch ab. Es gibt so ein paar Flächen, die kann ich mit so einem Staubwedel nicht abwischen, weil wir unsere Möbel selber bauen. Da ist die Oberfläche dann ein bisschen zu rau, da würden die kleinen Härchen von dem Staubwedel festhängen. Das wäre sehr unpraktisch. Dafür nehme ich dann nämlich den Staubsauger zur Hand. Ich mag es, wenn Dinge super einfach gehen und deswegen bin ich super glücklich mit dem Akkusauger, der mir freundlicherweise auch von Tineco zur Verfügung gestellt wurde für dieses Video. Und da habe ich dann die Möglichkeit, dass ich gerade solche rauen Oberflächen dann absaugen kann und auch an Stellen rankomme, wo ich sonst so nicht einfach mal eben dran komme. Gerade so bei der Nähmaschine gibt es ganz viele knifflige Ecken. Da komme ich dann mit dem Sauger wunderbar in die Ecken. Und auch die Treppe lässt sich damit viel, viel leichter und viel schneller einmal richtig gründlich absaugen. Und wir haben so Lüftungslöcher und die sind echt schwer sauber zu kriegen. Damit brauche ich dann nicht mal eine Leiter. Und dann gab es hinterm Bett noch Stellen, wo selbst der Saugroboter nicht hinkommt, weil die Füße vom Bett da im Weg stehen. Und da komme ich sogar mit dem Sauger dann auch in die Ecken richtig hin. Und die Fußleisten konnte ich dann absaugen, ohne mich groß bücken zu müssen. Und das fand ich auch total praktisch. Anschluss fange ich an, dass ich erstmal die Flächen, die noch nass abgewischt werden müssen, dann alle komplett abputze. Also Waschbecken, Toilette und später auch dann noch in der Küche. Die Klobürste lasse ich zum Beispiel auch immer nochmal in der Klobrille so stecken, damit die austrocknen kann. Ich finde es immer am einfachsten und man kommt irgendwie immer am schnellsten voran, wenn man das Arbeitsmittel quasi nicht so oft durchtauscht. Es gibt ja Menschen, die ganz gerne von Raum zu Raum putzen, das mache ich nicht. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass ich am schnellsten bin, wenn ich ein Arbeitsmittel nehme und damit erstmal alles fertig mache in allen Räumen und danach das mein Arbeitsmittel quasi tausche, um dann in den ganzen Räumen mit dem nächsten Arbeitsmittel vorwärts zu kommen.
Genau, das Sofa konnte ich damit auch super einfach absaugen. Das hatte es auch echt mal wieder nötig. Ich finde es immer super kompliziert, wenn ich sonst unseren großen Sauger mit Kabel und den muss ich mir dann umschnallen, weil das nicht so einer zum Hinterherziehen ist, sondern diese Handsauger. Und ja, da habe ich das immer vernachlässigt, das Sofa abzusaugen, weil es mir einfach keinen Spaß gemacht damit. Das dann fertig habe, fange ich erstmal an, dass ich die Teppiche alle absauge bei uns zu Hause. Wir haben nicht viele Teppiche, wir haben eher so ein paar Läufer, also Schmutzfangmatten. Die werden dann erst einmal abgesaugt und auch da ist es wieder so, dass ich erstmal mit dem Sauger für die Teppiche durch die Gegend renne und alles absauge und dann hinterher quasi den Aufsatz wechsle und dann hinterher die glatten Flächen absauge. Das Wischen kommt diesmal nicht, weil ich erst vor 3 Tagen gesaugwischt habe. Das ist jetzt eher, dass mal so der ganze Staub wieder vom Boden kommt und die Hundehaare und so. Das Coole war tatsächlich, dass ich all das mit nur einer einzigen Akkuladung machen konnte. Da war ich selber ziemlich überrascht, dass wirklich alles, was ich so in diesem Video gesaugt habe, mit einer Akkuladung saugen konnte. Und hinterher kann man den Sauger ganz einfach ausleeren. Also der ganze Staub ist quasi aufgefangen im Behälter und kann dann ausgeleert werden. Also nochmal, wenn ich so einen kompletten Hausputz mache, dann mache ich das immer so, dass ich erst mit einem Arbeitsmittel alles mache. Also, dass ich erst komplett alles aufräume, dann komplett alle Flächen staubwische, danach staubsauge und dann wische. Also ich nehme immer ein Arbeitsmittel und mache damit erst einmal komplett alles. Für mich ist das absolut die effektivste Methode. Ich habe einfach für mich gemerkt, dass ich damit viel, viel schneller vorwärts komme und ja, dass ich damit einfach den Hausputz viel, viel schneller hinter mir habe, sage ich mal. Ansonsten muss ich nämlich immer alle Sachen so von Raum zu Raum mit mir mitschleppen, wenn ich erst einen Raum komplett fertig mache und dann in den nächsten Raum wandere. Ich mag es einfach, wenn der Hausputz leicht ist und ja, wenn mir die Arbeit leicht von der Hand geht und da ist dieser Akkusauger für mich jetzt gerade total Gold wert. Deshalb bin ich jetzt auch so froh, dass ich endlich einen Akkusauger habe, weil es mich durchaus echt genervt hat, ja, dieses Kabelding von Raum zu Raum mitschleppen zu müssen. Und vor allen Dingen war das mit dem Umbauen auch immer ziemlich blöd, gerade wenn es so um Sofa-Absaugen geht und so. Also der Akkusauger hilft mir einfach dabei, dass der Hausputz mir noch leichter von der Hand geht. Einfach weil ich für höher gelegene Stellen jetzt nicht mehr irgendwie noch einen Tritt mir besorgen muss, weil sich die Aufsätze super schnell mit einer Hand wechseln lassen und ja, ich einfach meine Arbeitsmittel, die ich zum Hausputz brauche, eben schnell in eine Kiste zusammenpacken kann, mir in die Mitte hinstellen kann, vom Erdgeschoss zum Beispiel, und dann einfach immer dementsprechend wechseln kann. Das geht so super schnell und das gefällt mir darin am besten. Ich habe übrigens noch eine kleine Überraschung für euch, denn ihr könnt auf den Staubsauger noch 10% Rabatt bekommen. Den Gutscheincode dafür habe ich euch hier mal eingeblendet und ich verlinke euch das alles auch natürlich unten in der Infobox. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, wie ihr bei so einem Hausputz vorgeht. Macht ihr erst mit einem Arbeitsmittel alle Aufgaben durch, also erst komplett alles aufräumen, dann komplett alles staubwischen und so weiter und so fort, wie ich das mache? Oder seid ihr da eher so, dass ihr von Raum zu Raum vorgeht? Also, dass ihr erst das komplette Badezimmer putzt, dann die komplette Küche putzt, dann das komplette Wohnzimmer putzt und so weiter und so fort. Oder macht ihr das ganz anders? Geht ihr, wenn ihr mehrgeschossig wohnt, erst das komplette Erdgeschoss durch und dann das Obergeschoss? Schreibt doch einfach mal unten in die Kommentare, wie ihr
bei eurem wöchentlichen oder regelmäßigen Hausputz so vorgeht. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video motivieren. Ich hoffe, ihr habt Lust, zu Hause jetzt auch anzufangen und nochmal wieder so richtig gründlich sauber zu machen. Vielleicht sind die Tipps aus dem Video ja für den einen oder anderen unter euch was, oder vielleicht mögt ihr es auch einfach mal für euch ausprobieren, um zu gucken, ob das was für euch ist, quasi mit Arbeitsmitteln eine Aufgabe erst fertig zu machen und dann erst zu dem nächsten Arbeitsmittel zu greifen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Ich freue mich drauf und bis dahin, ciao!